Hallo allerseits und willkommen hier zum Rennen aus dem sonst eher verregneten Sepang. Wir hatten im freien Training gegen Ende dann die Regentropfen auf der Linse und auf der Strecke und wir haben es gerade hier gesehen. Starke Bewölkung, aber wir können gleich nochmal auf das Wetter schauen. 0% war ja angesagt, genau. Wir starten vom 11. Platz, können uns gerade so noch die Reifen frei wählen. Jensen Button ist vor uns gelandet. Wir schauen erst einmal auf die Startaufstellung und hui, jetzt sehe ich es auch, wir sind ja bloß bis in Q2 gekommen. Eine Mercedes-Reihe Nummer 1 wurde geknackt von Danny Ricciardo. Auch im zweiten Rennen keine Doppelpole für Mercedes. Dann eben Rosberg auf Platz 3, Sebastian Vettel und Alonso, Kimi direkt dahinter und dann Massa. Diesmal sind die beiden Finnen, also Räikkönen und Bottas, nicht zusammen, denn Bottas, der ist recht weit hinten. Hier sehen wir es, der ist nämlich schon in Q1 ausgeschieden, der hat eine Aufholjagd vor sich. Ja, Jensen Button ist 9. geworden, dann Perez und dann kommen wir. Hinter uns sind die beiden Toro Rosso und dann die beiden Sauber. Das kann interessant werden. Platz 8 ist ausgegeben. Klingt ziemlich gut. Auf jeden Fall machbar. Ja genau, Forschung und Entwicklung hatten wir auch im freien Training und das haben wir jetzt freigeschaltet. 5% mehr Stabilität auf der Vorderachse. Gut, dann schauen wir mal auf die Runden, auf die Rennstrategie. Genau, wir starten mit den Weichen, habe ich mir auch gedacht, aber diesmal machen wir es anders als in Melbourne. Wir gehen dann auf Hard. Ich will mal kurz schauen. Na, da haben wir dann noch zwei über, zwei komplett frische. Gut. Und von den härteren dürften wir auch noch viele, viele haben. Na, fürs Rennen sind hier zwei freigegeben. Das passt auch, da sollte es keine Probleme geben. Dann weich, genau, dann hart und dann am Ende wieder weich. So, jetzt eben die Rundenanzahl mit diesen Reifen hier. Haben wir noch nichts gefahren. 100% haben wir ja hier stehen. Gut, dann können wir die ja sozusagen gleich behandeln. Na, Runde 9. Wenn wir Runde 9 reinkommen, was sagt er hier? Okay, damit könnten wir 12 Runden fahren. Dann könnten wir nochmal 9 Runden auf den weicheren fahren. Das würde doch passen, meine ich doch. Runde 9, die härteren und Runde 20 dann die weicheren Reifen. Nochmal Teamkollegen-Duell, Jensen Button. Wir haben ja unsere weiße Weste verloren. Er hat das Qualifying hier gewonnen. Das war's eigentlich soweit. Dann machen wir uns mal Rennen fertig. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Genau, da wollen wir hin zum Renningenieur. Und ab auf die Strecke. Also ich bin ja mal gespannt. Das Rennen in Melbourne verlief ja ganz gut, solange wir mit den weicheren Reifen unterwegs waren. Diesmal habe ich die etwas eher aufgezogen. Mal schauen, wie wir uns da schlagen werden. Mal schauen, vielleicht kommt die Sonne ja doch nochmal raus, denn das kommt uns vielleicht doch etwas entgegen, sofern das vom Spiel berücksichtigt wird. Einmal Mercedes, dann Red Bull, Jensen von Platz 9, wir von Platz 11 und wieder mal wünsche ich euch ein schönes Rennen. Oh ja, das werde ich auf jeden Fall. Ja, den Force India knacken wir schon. Ziemlich früh sogar. Da ist schon Jensen. Oh, jetzt mogeln wir uns hier innen an Kimi vorbei. Herr Kimi mal wieder. Alonso ist rechts neben uns. Da sollten wir auf jeden Fall Platz lassen. Ah, okay. Platz 4 aktuell, ne? Vettel haben wir vor uns. Und wir sind hinter Nico Rosberg. Der ist auf Platz 2 gekommen. Ja, diesmal hat er den Start nicht verhauen. Jetzt auf jeden Fall mit einem vollen Tank erst einmal zurechtfinden. Das ist meine langsamste Ecke, keine Frage. Ich fahre eher mit weniger Abtrieb. Das haben wir schon im freien Training und im Qualifying gemerkt. Okay, mal schauen. Ich denke mal, die Mercedes werden uns davonziehen. Lewis Hamilton tut es ja auch schon.
Oh. Das hatten wir doch schon in der ersten Saison, dass wir hier einmal rausgetragen wurden. Damals hat er uns Magnussen auch überholt und diesmal sitzen wir in seinem Auto. Jenson Button ist am Ende dieser Gruppe. Optimal Benzin werde ich jetzt noch nicht einsetzen, denn wir sollten einen stärkeren Motor haben und DRS kommt bald. Vielleicht kommt dann eben Danny Ricciardo ran. Der erste Sektor sollte mir gehören, haben wir auch schon bei dem bisherigen Rennwochenende gesehen. Na, hier trägt es mich etwas weit raus. Aber ging soweit noch gut. Wieder der langsame Sektor hinter uns gebracht? Naja, noch nicht ganz. Also Lewis Hamilton kann da gefühlt, ja, etwas wegziehen und Nico Rosberg bleibt so vor uns, aktuell noch. Ach, schon wieder. Das sollte ich mal schnellstens abgewöhnen, das kostet immer ordentlich Zeit. Sonst könnten wir uns wahrscheinlich an Nico zumindest jetzt ranarbeiten. Rosberg wirbelt auch noch Staub auf, haben wir gerade gesehen. Oder waren das die Reifen, die blockierten? Auf jeden Fall Danny Ricciardo jetzt zu kämpfen. DRS wird es dann geben. Ein Grund mehr, dann auf der Gegengeraden einen ordentlichen Kurvenausgang zu erwischen. Absolute Bestzeit, zumindest im ersten Sektor. Ja, lief hier ganz gut hier durch diese Kurvenkombination. So, jetzt haben wir gleich DRS, wenn wir nah genug dran sind. Im dritten Anlauf habe ich dann endlich mal hier gepackt. Ja, wir haben DRS. Das zieht uns schon mal etwas ran. Und dann können wir ihn vielleicht im ersten Sektor cashen. Und wie sieht es mit der Rundenzeit aus? Ah, keine Runden. Keine absolute Bestzeit. Und jetzt dranbleiben, ransaugen und vielleicht jetzt mal was wagen. Ja. Na, es wird jetzt eng, das wird eng. Platz lassen, wir wollen ihn ja nicht abdrängen. Jawoll! Ja, aber die härteren Reifen, die kommen ja noch. Und jetzt müssen wir uns erstmal hier behaupten. Nico Rosberg bekommt auf jeden Fall schon mal Besuch von hinten. Das ist gut, das hält ihn auch etwas auf. Und Lewis Hamilton hat einen guten Vorsprung.
Oh, Rosberg ist dran. Oh, sehr nah dran. Was ich ja im ersten Rennen noch gar nicht gesagt habe, wir können jetzt auch endlich mal den rechten Rückspiegel im Vergleich zum Force India verwenden. Die Grafik für Stundenkilometer und Drehzahl, die wurde ja über den Rückspiegel geklebt. Zumindest im Force India. Schon mal ganz gut. Kann ich ihn auch endlich mal richtig benutzen. Lewis Hamilton hat eine neue schnellste Rennrunde gefahren. Ja, da hat er vorne die Ruhe weg. Na, so langsam kommen die Reifen, also die Reifenabnutzung wieder zum Tragen. Daniel Ricciardo ist jetzt hinter uns. Na, der Red Bull funktioniert ja doch ganz gut, wie es scheint. Na, die Kurve war überhaupt nicht gut. Na, denn mal weg. Lewis Hamilton ist schon weit genug weg für jeden Angriff. Jetzt kann er wieder DRS verwenden, das wurmt mich etwas. Aber so ist es nun mal. Na, die Reifen quietschen schon ordentlich. Also ich müsste hier nochmal etwas eher auf die Bremse treten, denn die Reifen machen das nicht mehr ganz so mit, wie sie sollen. Jetzt klebt er uns im ersten Sektor noch am Heck. Okay, das erklärt dann etwas, aber die anderen bleiben ja auch dran. Nein, der klebt uns wirklich im Getriebe. Mich trägt es in den Kurven auch schon etwas weiter raus. Runde 9 war ja angedacht, wenn ich mich gerade nicht irre. Ah. Oh, jetzt klebt er richtig nah dran. Na, jetzt kann er nochmal DRS verwenden. Hier ist der Messpunkt und er ist hinter uns. Und Lewis, der freut sich, der haut einfach ab. Oh, man wollte das Auto wieder ausbrechen, deswegen habe ich die Kurve jetzt beinahe etwas verhunzt. Ja, Reifenabnutzung sieht ganz in Ordnung aus. Ja, die drei hängen uns hinterher und Jenson Button hat die endlich mal überholt. Das freut mich. Da fahren wir auch eine gute Teamwertung ein. Hopsa! Oh, der Nico ist wieder vorbeigekommen. Der hat er sich wirklich auf Biegen und Brechen vorbeigeschoben.
Oh, was ist denn gerade los? Haha, hier geht's aber zu. Ah, zwei Plätze verloren, das ist jetzt sehr ärgerlich. Ich hatte gar keine Traktion mehr. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Aber vielleicht können wir uns jetzt wieder ranmogeln. Ja, Nico wird schon mal eng. Ey, lass uns bitte Platz. Der kann ja jetzt auch DRS verwenden. Oh, wie der Wagen rutscht, wie der rutscht. Oh nein, Danny Ricciardo könnte durchaus jetzt davonziehen. Der hat es, glaube ich, geschafft. Aber warten wir es mal ab. Ja, die Kurven kriege ich gar nicht mehr richtig mit. Da können die viel, viel mehr Schwung reinnehmen. Wie die Räder jetzt auch durchdrehen. Nee, der liegt außerhalb des DRS-Fensters. Oh ja, wir sollten nächste Runde wirklich reinkommen. Feierlich ist das nicht mehr. Mit frischen Reifen läuft das ganz gut, aber so... Na, zieht er zurück. Warum auch immer. Ich hätte ihm noch Platz gelassen, keine Frage. Aber da waren noch fast zwei Wagen breiten Platz. Da kann ich es ihm ruhig etwas schwieriger machen. Ah, die ersten kommen zum Boxenstopp rein. Jensen Button auch. Okay, dann müssen wir mal schauen, wie wir jetzt mit den neuen Reifen zurechtkommen. Ich glaube, wir haben das Fenster etwas verpasst, denn wir rutschen jetzt deutlich mehr. Also wir verlieren jetzt deutlich Zeit, dann vielleicht doch eine Runde eher reinkommen. Also Danny Ricciardo wird jetzt bestimmt davonziehen. Ich muss schauen, dass ich den Wagen einfach auf der Strecke behalte. Ne, die Reifen sind hin. Die Reifen sind hin. Ich komme nicht mal mehr schnell durch die schnellen Kurven. Also die Reifen haben wir überfahren, ganz klar. Und Rosberg hat irgendwas. Ne, der ist hinter uns. Okay. Der klebte noch genau hinter uns. Ich dachte schon, der wäre weg. Oh, wie der Wagen rutscht. Als ob hier Regen wäre. Und wir mit frischen Trockenreifen fahren. Danny Ricciardo zieht uns jetzt sowas von davon. Eieiei. Und die, die jetzt schon an der Box waren, die werden uns auch ordentlich Dampf machen. Der Kollege hinter Rosberg kam ja auch ordentlich näher. Ey, wir wollen doch jetzt beide rein, oder? Mach keinen Scheiß, Rosberg. So, die Kurve noch nehmen und dann endlich frische Reifen. Nein, ich sag's noch. Oh Mann. Also das war jetzt eine richtig harte Runde. Das sollte ich jetzt mal beachten. Vielleicht fahre ich mit den härteren eine Runde länger, wenn es denn geht. Danny Ricciardo ist schon mal raus. Die Reifen... Hä, wieso haben die jetzt überhitzt? Warum haben die jetzt überhitzt beim Reinfahren? Nein, wir müssen warten. Oh Mann, Rosberg hat uns jetzt schon gekascht. Mal schauen, ob wir ihn jetzt bekommen im ersten Sektor. Da kommt Button erst vorbei. Ja, dachte ich mir schon. Dann haben wir jetzt zu kämpfen. Ja, Nico hat die weicheren, so wie es aussieht, oder? Bin ich mir gerade ganz nicht ganz sicher.
Aber jetzt haben wir auf jeden Fall zu kämpfen. Ja, jetzt kommt wieder gerade der Abschnitt, wo die gewinnen. Und dann noch mit den härteren hier durchfahren, gar nicht gut. Ja, haben wir schon einmal gegen Rosberg. Jetzt sind wir natürlich nicht im DRS-Fenster, ärgerlich. Hey, das kann ja noch ein spannendes Rennen werden. 19 Runden haben wir noch. Und die behaken sich da vorne. Daniel Quert ist hinter uns. Ja, die eine zusätzliche Runde hat uns eine Menge Zeit gekostet. Nico Hülkenberg, unser ehemaliger Teamkollege. War der schon an der Box? Ja, ist die Frage. Ich würde mal schätzen, ja. Ja, hier verlieren wir immer und immer wieder Zeit. Jetzt dranbleiben, zwecks DRS. Na, das könnte knapp werden. Ich glaube, das wird nichts. Zumindest nicht in dieser Zone. Nein, das ist zu weit weg. Viel zu weit weg. In der nächsten wird es also auch nichts. Dann müssen wir uns wieder durch den ersten Sektor rankämpfen. Quert folgt uns auch noch fleißig. Aha. Naja, 5 Runden ist noch deutlich hin. Der ist auf den Weicheren unterwegs. Freut mich schon mal, dass wir da mithalten können. Zumindest jetzt noch. Wo die Reifen eben frisch sind. Jetzt werden wir wieder etwas Zeit verlieren, schätze ich mal. Zumal wir auch noch in seiner verwirbelten, schmutzigen Luft fahren. Ja, man merkt es wieder. Button hat sich eine kleine Lücke rausgefahren mit seinen Jungs da vorne. Na, könnte wieder eng werden mit DRS. Eher wohl nicht. Ja, lag ich doch richtig mit meiner Vermutung. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit, was wir hier vorhaben. Wieder nicht. Dann wieder im ersten Sektor ranarbeiten. Hoi. Hoffentlich fährt Button mit den weicheren Reifen. Damit wir ihn noch einbekommen.
Mir wäre es zwar lieber, wenn er auf Standard fahren würde, aber naja, was soll's. Hoffentlich kriegen wir ihn bald, weil das kostet uns dann doch Zeit und wir müssen ja auch mal wieder etwas gewinnen. Na, hier muss ich Abstand lassen, ansonsten haut es mich hier aus der Kurve. Im Windschatten von Hülkenberg. Ja, das Problem, wir kommen hier nicht ins DRS-Fenster. Jetzt vielleicht mal, obwohl es könnte wieder eng werden. Hülkenberg ist der Nächste. Liegen dir für ein Überholmanöver zurecht. Wir brauchen jetzt einfach mal DRS. Und wieder nichts. Nein. Ach Mann, das wird ein Kampf um Tausendstel werden. Na, vielleicht aber jetzt? Jawohl. Das könnte der nötige Schub sein, um ihn im ersten Sektor zu bekommen. Oder jetzt schon. Jensen Button ist als nächstes dran. Also man kann nicht sagen, hier wäre nichts los. Freies Fahren wie größtenteils in Melbourne ist das hier nicht. Oh, jetzt habe ich die Kurve mal selbst verhauen, ohne Windschatten. Ich schau mal auf die Zwischenzeit. 5,8 Sekunden haben wir Rückstand. Auf Button. Mal schauen, wie sich das die nächsten Runden verhalten wird. Hülkenberg wird jetzt zu weit weg sein, auch wenn er jetzt DRS bekommt. Benzin auf Optimum, gut. Daniel Quert bekommt es auch von hinten zu tun, wenn er das denn auch ist, hinter Hülkenberg. Und wir können uns Vorsprung auf Hülkenberg herausfahren. Und Button kommt gefühlt auch näher. Ja, mit den härteren Reifen haben wir natürlich noch weniger Grip als mit den weicheren. Da muss ich etwas anders fahren. Na, der will ja einen Endspurt hinlegen mit so viel Benzin im Tank. Du hast 2 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. 5,5 Sekunden, also haben wir 13 aufgeholt. Button muss da vorne auch etwas abreißen lassen, aber vielleicht spart er ja auch noch Benzin. Und wer weiß, auf welchen Reifen er unterwegs ist. Ich sollte eher mal nach Stadt Ziel gucken, wie der Abstand ist. 5,6 und das gucken wir dann immer an jeder Runde. Deine Rundenzeiten sind 1 Sekunde langsamer als deine.
Jetzt komme ich aber auch so langsam wieder rein, dass ich auch die Rundenzeiten mir merke und dann schaue, na, bin ich in der Runde schneller rangekommen? Oder eher weiter weg? Na. Jetzt ist er auf jeden Fall näher gekommen. Schmutzige Reifen, das macht sich natürlich hier nochmal besonders schlimm. Das hat auf jeden Fall ordentlich Zeit gekostet. Ja, man sieht es. Aktuell liegen wir unterhalb der Zielvorgabe, aber ich möchte dann doch noch etwas mehr, nachdem ich gesehen habe, wie es mit frischen, weicheren Reifen funktioniert. ...5,6 Sekunden waren es in der Runde davor und jetzt bestimmt etwas mehr. 5,9. Na, die Reifen rutschen schon wieder, ich merk's. In 4 Runden kommen wir an die Box. Zumindest planmäßig. Ob wir dann auch wirklich so reinkommen? Tja, das ist die Frage. Reifen sehen jetzt noch gut aus. Oh, 2 Autos sind schon ausgeschieden, sehe ich gerade. Na, solange Button nicht ausschaltet, ist ja alles gut. Denn wir wollen natürlich die maximale Ausbeute für unser Team holen. Vielleicht fahre ich ja mit den härteren Reifen eine Runde länger. Wir haben ja gesehen, was es vor dem ersten Boxenstopp mit den weicheren Reifen auf 9 Runden angestellt hat. Oh oh. Mann, der spart ja immer noch, dieses Sparschwein von Hülkenberg. Oh, Button an die Box. Okay, da war jetzt mit weicheren Reifen unterwegs. Freut mich schon mal zu hören. Also, dass wir so konkurrenzfähig sind. Ja, also er bekommt sie gerade, er war noch nicht drin. So schnell geht das nun auch nicht. Gut, dann bin ich mal gespannt, was es dann gleich für uns geben wird. Aktuell sind wir Vierter, weil die alle rein sind. In Melbourne sind wir die Strategie gefahren, die hier die Konkurrenz jetzt fährt, überwiegend. Und jetzt eben mal genau das andere Spiel. Ja, jetzt mal zusehen, dass wir etwas gute, konstante Rundenzeiten erzielen. Ich werde jetzt mal auf Mager fahren, solange wir in den langsamen Ecken unterwegs sind. Und auf den Geraden dann eben mal auf Fett. Da haben wir vielleicht noch eine bessere Traktion und beanspruchen die Reifen eben nicht so sehr. Massa hat, glaube ich, frische Reifen, oder? Der war dann hinter denen, Ricardo und Rosberg. Na, die Reifen rutschen schon wieder ordentlich. Nein, Massa fährt jetzt auch noch rein. Na,
die Reifen gehen noch. So, jetzt gleich wieder auf den Marker stellen. Oh, absolute Bestzeit im ersten Sektor. Ah. Den Ausgang leider nicht gut erwischt. Zwei Runden habe ich jetzt noch vorzufahren, also, ne, drei. Ich möchte erst am Ende der 21. rein. Und das aus gutem Grund. Hinter uns ist freie Bahn, vor uns auch, super. Ja, wäre ich auch mal vorm ersten Boxenstopp auf Marker gefahren, das wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber so? Rosberg ist wieder vor uns, Bottas hinter uns. Da fährt jemand an die Box. Dürften wir nach? Ne, den bekommen wir. Dürfte keinen Verkehr geben. Nein, ich fahre noch eine Runde länger. Nur mal so zur Info. Wertes Team. Hamilton haben wir jetzt wieder mal vor uns. Okay. Wer weiß, was da los war. Was? Was hat denn der für Reifen? Super hart oder? Hä? Langsamere Reifen? Nochmal zur Kontrolle wieder mal nachgeschaut. Nö, muss ich nicht. Ja, die holen schon hinter uns auf. Aber Daniel Ricciardo wird ja sowieso vor uns landen. Ja, die Reifen sehen jetzt noch besser aus, so kurz vorm Boxenstopp. Das sind ja auch die härteren. Benzin war auf Optimum, oder? Habe ich jetzt gar nicht so genau nachgeschaut. Passt. So, jetzt mal hier auf den Ausgang wieder achten. Hat gepasst, super. Und jetzt hoffen, dass Jensen Button nicht zu viel Zeit gut gemacht hat oder eben die Konkurrenz im Allgemeinen. Wenn wir denn gleich reinkommen. Ja, auf Platz 2 wäre ich jetzt wieder gern, aber wir müssen ja nochmal rein. Das kann er von mir aus auch gerne tun, aber wir kümmern uns eh nicht um Daniel Ricciardo. Ja, mache ich jetzt. Ricciardo liegt 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Na, ist doch schön. Kann doch auch gerne weiter hinten liegen. Ja, die Reifen ist jetzt der richtige Moment reinzukommen. Jensen Button ist da gerade im Knick.
So, jetzt schnell rein hier. Oh, hat das Auto etwas ausgehoben? Gut, Boxenstopp und die letzten 8 Runden stehen vor uns. Button wird uns erstmal wieder überholen, denn die Boxengasse ist ja auch ellenlang. Oh, ich glaube, der hat gute 10 Sekunden an Vorsprung. Meine Schätzung ziemlich pessimistisch. Na, da kommt er. Aktuell wieder auf Platz 7. Und jetzt schnell raus. Jetzt müssen wir aufholen. Jetzt müssen wir rauf. Rauf auf die Strecke. Oh, da kommt wieder welche. Ah, nein. Nein. Könnt ihr euch bitte mal verkrümeln? Rums. Ah, die haben die härteren. Das freut mich. So, Massa, dich bekommen wir jetzt. Kein Erbarmen für Brasilianer. Ich habe eine Mission, den Teamkollegen wieder einzuholen. Oh ja, das fährt sich deutlich besser. Schön. Warum nicht gleich so? Ah, die Geschwindigkeiten in der Kurve. Herrlich. Gänsehaut. Sechs Sekunden. Ja, lag ich doch gut. Meine Erwartungen etwas gedämpft, deswegen werde ich nicht enttäuscht. Na, Lewis Hamilton, vielleicht musst du dich ja nochmal in Acht nehmen in Sachen schnellster Rennrunde. Da ganz vorne in der ersten Kurve wird schon überrundet. So, wie viele Sekunden haben wir Rückstand? 5,2. Das kann auch was werden. Das kann auch mal richtig eng werden, sofern die Reifen eben am Ende nicht zu stark abbauen. Also der 6. Platz ist auf jeden Fall möglich. Aber ob es so kommt, tja, werden wir jetzt gleich sehen. Da vorne ist der schon. Aktuell kommen wir noch in riesen Schritten näher. Die fahren jetzt alle ihre schnellsten Rennrunden mit den härteren Reifen. Unser Vorteil für eine schnellste Rennrunde. Unsere erste wäre das ja dann in der Karriere. Na, dazu darfst du mich aber hier nicht raustragen. Stimmt, apropos voller Drehzahl, was macht Nico Hülkenberg gerade mit seiner Drehzahl? Hochtreiben lassen? Nico Rosberg aktuell mit der schnellsten Runde, mal schauen, ob wir das trotz Fehler bekommen. 41,1, das wird wohl nichts. Knapp dahinter, 13. Aber Button ist in Reichweite, 2,6 Sekunden aufgeholt. Fünf Runden sind es noch. Davon ist ein Marussia, der hält Button auch noch auf. Ach, Chilton, was machst du denn? Bleibt der in der Kurve stehen? Ich glaub's ja nicht. Zum Glück ging das nicht schief. Mann, blöde KI. Das hätte uns noch gefehlt, wenn wir uns die Nase eingehauen hätten. Button, komm mal bitte her. Ich hab mal was mit dir zu bereden.
So, in der nächsten Runde ist er vielleicht schon fällig. In Runde 25 dann. Das könnte sogar schon was im ersten Sektor werden. Jensen Button. Da vorne ist wieder ein Marussia. Demzufolge dann Jill Bianchi. Außer Max Chilton hat uns wieder überholt. Na schade, hier wird's noch nichts, oder? Nee. Einfach mal antäuschen, schaden kann es ja nicht. Jetzt verlieren wir wieder Abtrieb. Ah, ihnen ist jetzt vorbei, oder? Ja. Unter einer Sekunde, das sieht gut aus. DRS und fettes Benzingemisch. Aber jetzt hat er DRS. Mal schauen, ob er damit wieder rankommt. Nee. Der Abstand ist zu weit. Drei Runden haben wir noch. 10 Sekunden, das wird nichts mehr auf Alonso. Naja, sechster Platz. Jetzt also darauf fokussieren. Den sechsten Platz zu halten mit diesen Reifen. Oh ja. Also Positionsverteidigung. Das wäre auf jeden Fall das Vernünftigste in diesem Fall. Dann kann ich aber zumindest weiter auf den Geraden mit Vollgas rangehen. Plus eine Runde aktuell. Na, die Reifen, die machen sich schon wieder langsam bemerkbar, aber nur langsam. Da vorne sind wieder welche. Vettel ist jetzt vor uns. Ist der in naher Distanz vor uns? 2 Runden sind es ja noch. Na, 6,5 Sekunden. Na, ich glaube, die behindern sich gerade wegen den Überrundungen. Behalte es auf jeden Fall mal im Auge. Zur Not setzen wir da nochmal an. Auch wenn es nur noch 2 Runden sind. Die Wolken haben sich auch etwas verzogen. Die Sonne kommt zwar nicht raus, aber ist nicht mehr so dicht bewölkt wie zu Beginn. Ja, auf was hier alles geachtet wird. Button hat guten Rückstand. Liebe, liebe Vordermänner, ihr 5 da vorne, Button und ich wetten nichts dagegen, wenn ihr da vorne ausscheiden würdet. Aber ich glaube, unser Wunsch wird nicht erhört. 5,2 Sekunden, das wird aber nichts mehr. Das ist schon die letzte Runde, die gleich kommt.
So, der müsste uns ja gleich vorbeilassen, aber hoffentlich nicht da vorne in der Kurve. Die in der Kurve. Da bekommen wir immerhin nochmal DRS. Vielleicht noch meine schnellste persönliche Rennrunde. Marcus Ericsson haben wir damit überholt. Überrundet, genauer zu sein. Okay, zu weit raustragen lassen. 4,3 Sekunden Rückstand auf Vettel, also die bekabbeln sich da vorne. Vettel und Alonso haben aber bestimmt auch die härteren Reifen drauf. Okay, die schnellste Rennrunde kann ich mir schon mal abschminken. Also die persönlich schnellste Rennrunde. Mit der absoluten schnellsten Rennrunde habe ich jetzt sowieso nicht mehr gerechnet. Hey, da vorne gibt es gelbe Flaggen. Da muss ja Vettel direkt vor uns sein. Ist das Vettel da vorne? Aber mich trägt es gerade raus. Wer ist das da vorne, der so langsam ist? Ist das Vettel? Nee, okay. Dann beeile ich mich nicht mehr so stark. Hätte ja sein können, da hätte ich bereit sein müssen. Button kommt jetzt auch zum Überrunden ran. Noch einmal Benzin verbraten vor der letzten Kurve. Wir haben doch noch DRS bekommen. Wunderbar. Lewis Hamilton hat den großen Preis von Sepang gewonnen, nachdem das erste Rennen so enttäuschend für ihn war. Und wir werden Sechster. Wunderbar. Freut mich. 6 Plätze nach vorne gearbeitet und vor Jenson Button ins Ziel gekommen. Schön, schön, schön. Ziel erreicht. Ey, er fährt ja weiterhin im Grün. Ey, Obacht. Ja, und noch viel schöner, das sind 14 Punkte für das Team McLaren-Mercedes. Lewis Hamilton, dann Nico Rosberg, da haben die sich dann doch noch den Doppelsieg geschnappt. Dann Danny Ricciardo, Nico Rosberg hat ja nochmal ordentlich was auf den Asphalt gebrettert, nachdem er ja hinter uns herhang, vor dem ersten Boxenstopp. Dann Alonso, dann Vettel, dann eben wir, Button, Massa, Hülkenberg und Bottas hat es dann noch bis auf Platz 10, anfangs von Platz 17 geschafft. Dann Perez, Kvyat, Sutil, nicht schlecht, ein 13. Platz. Wern, Gutierrez mit unserer Black Betty. Maldonado, wo ist Grosjean, ist der ausgeschieden? Ausgeschieden sind Kimi, stimmt, den haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Und Grosjean, interessant, was sagt die schnellste Rennrunde überhaupt? Eine 1.40.8 von Nico und wir haben eine 1.41.4 gefahren. Damit sind wir gut schneller als Button, allerdings hat er seine weicheren Reifen einen Boxenstopp früher aufgezogen, mit dem er dann die schnellste Rennrunde erzielt hat. Hier lohnt es sich doch eher mal wieder auf die Fahrer-WM zu schauen. Wir haben unseren zweiten Platz gegenüber Fernando Alonso jetzt eingebüßt. 17 Punkte Rückstand, aber ich glaube, den Weltmeistertitel können wir uns sowieso abschminken. Aber ein dritter Platz, das schaut doch schon sehr gut aus. Lewis Hamilton liegt einen Punkt hinter uns, er hat ja im ersten Rennen keine eingefahren. Punktgleich mit Daniel Ricciardo, aber Lewis Hamilton hat eben einen Sieg mehr, der wird dann höher bewertet. Jenson Button mit 7 Punkte, auch nicht übel. Perez noch mit 0 Punkten, wie sieht es eigentlich hinten aus mit Sauber, ja super. Er hat Daniel Kvyat noch nicht überholt, der gute Sutil, aber Sauber liegt schon mal auf einem guten Rang und das freut mich schon mal. Dahinter, wie sieht es da aus? Die Marussias sind ganz hinten und Kobayashi weiterhin vor Lotus. Also nicht Kobayashi, sondern Caterham natürlich für Caterham vor Lotus. Jetzt haben wir es, glaube ich. Genau, wie sieht es in der Team-WM aus? Vierter Platz, 33 Punkte, knapp hinter Ferrari. Kimi hat ja keine Punkte eingefahren. Ich glaube, unser Konkurrent wird im Laufe der Saison dann Williams werden. Force India ist ja aktuell noch etwas weiter weg, aber vielleicht kommt die ja nochmal ran.
Na, das war doch mal ein Rennen hier in Malaysia. Ein sechster Platz, sehr zufriedenstellend. Und ein siebter Platz mit Jenson Button, eine gute Teamwertung. In diesem Rennen gab es auch so ziemlich alles, was man sich nur wünschen kann. Wir sind ziemlich gut im ersten Stint gefahren, dann leider eine Runde übertrieben. Das hätte ich so nicht erwartet. Dann hingen wir hinter Nico Hülkenberg eine Zeit lang fest, konnten uns nicht so richtig ranarbeiten. Aber dann ging es mit den weicheren Reifen, als die Jungs mit den härteren unterwegs waren, ziemlich flott nach vorne. Offensiv- und Defensiv-Zweikämpfe, all das haben wir gesehen und es war ein ziemlich abwechslungsreiches Rennen. Mir hat es auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Wie hat es euch denn gefallen? So kann es natürlich gerne weitergehen, am besten schon im nächsten Rennen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei oder wir sehen uns zwischendurch noch zu einem anderen Video. Also, bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss!